Wo waren Sie in der Nacht des 12. Oktober? Hatte Clara Probleme? Sie hat sich schnell verliebt. Ich sollte immer Dick auftragen und sie mochte auf Prinzessin. Das heißt, ihr hat meine Art irgendwie gefallen. Wir haben halt gefickt. Weißt du, was Clara passiert ist? Sie wurde lebendig verbrannt. Es kommt mir vor wie eine Bestrafung. Eifersucht ist ein starkes Motiv. Wir haben schon einen komischen Job. Wir verhören die Leute, durchsuchen ihre Sachen, hören ihre Gespräche ab und schreiben Berichte. Einen Bericht nach dem anderen. Ganz genau. Wir bekämpfen das Böse, indem wir Berichte schreiben. Clara war 21 Jahre alt. Das mangelnde Medieninteresse ist kein Grund, sich nicht darum zu kümmern. Wenn man in den ersten Wochen nichts findet, wird es sehr schwierig. Auf jeden Fall werden immer Frauen verbrannt. Das fing schon mit Jeanne d'Arc an und den Hexen. Ist doch komisch, oder? Männer töten und die Polizisten sind Männer. Tja, ich weiß nicht. Hörst du nicht, was du da singst? Dass du sie abfackeln willst? Wollen Sie wissen, warum sie umgebracht wurde? Ich werde es Ihnen sagen. Bei der Kripo sagt man, dass jeder Ermittler mal auf einen Fall stößt, der ihn nicht mehr loslässt. Ich habe diese Arschlöcher satt. Ich werde gehässig. Ein Fall, der mehr schmerzt als alle anderen, der einem nicht mehr aus dem Kopf geht bis zur Besessenheit. Halt. Das ist dann... Los, halt an! Das frisst einen dann auf. Irgendetwas stimmt da nicht zwischen Männern und Frauen.